das auch. Ja, aber das ist ein Schritt, wenn ich schon ist. Ja, klar. Ja. Es war auch gut, dass wir es gemacht haben, aber es waren halt sehr harte Bedingungen, deswegen ist das toll, dass wir heute so offen zusammensitzen. Und es ist auch schön, dass ihr alle geimpft seid. Und toll. Spendenübergabe. Am Anfang spenden wir 1.000 Euro an die Hände- und die Maske-Stiftung.
und 1000 Euro an die Hamburgerische Brücke. Das ist Demenz, da sagt auch die Sophie nachher nochmal was, nur die Besuchsdienst für Demenzkranke. Und für die Henry-Maske-Stiftung ist die Conny heute auch da, von der Henry-Maske-Stiftung, extra aus Berlin. Und die sagt auch was, wo das Geld für die Henry-Maske-Stiftung hingeht. Und die Sophie sagt was, wo für der Hundebesuchdienst, was da abgeht. Dann, die Bibi macht den Rückblick 2021, war leider nicht so viel, lag aber nicht an uns. Bei uns sind sehr viele Veranstaltungen ausgefallen. Ich habe heute mal überlegt, wie viele. Ich glaube, es waren 10 oder 11. Wir haben bei, ich glaube, 3 oder 4 haben wir Flyer-Poster schon gedruckt gehabt. Das war für uns eigentlich ein halbes Jahr. Aber trotzdem war es auch sehr erfolgreich. Das zeigen wir nachher. Mitgliederentwicklung, Stand der Erlöse. Dann kommt der Finanzbericht 2020. Das macht der Jochen. Bericht des ersten Kassenprüfers. Heute ist der Andi dran. Antrag auf Entlastung des Vorstandes, dann Neuwahl, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Kostet eine Runde. Okay. So, Ausblick auf Projekte 2022, sonstiges. Kurze Pause, Saxophonmusik von Katrin Welzen und dann kommt der Gastvortrag von Sophie. So, jetzt kommt schon Begrüßung, habe ich ja eigentlich schon gemacht. Also, herzlich willkommen zur 21. Jahreshauptversammlung. Nochmal Katrin Wenzel, ist auch toll, du bist ja jetzt Mitglied geworden. Dankeschön. Sophie, toll, dass du aus Hamburg gekommen bist und Conny, toll, dass du aus Berlin gekommen bist. Es ist immer toll, wenn ihr so weit aufs Dorf kommt. Also das ist für uns, ist ja toll, wenn ihr so weit fahrt. Und es ist ja sehr anstrengend, sind 2 Tage kaputt und deswegen Dankeschön, dass ihr herkommt. Die Einladung war ordnungsgemäß. Wir dürfen ja jetzt per E-Mail einladen und das geht ratzfatz. Also alle Mitglieder haben eine Einladung bekommen und wir sind ja eigentlich ganz gut vertreten. Wir sind über 50 Personen, wir sind jetzt über 300 Mitglieder und deswegen können wir heute zufrieden sein. Gästeliste eintragen müsst ihr heute nicht, weil wir haben euch alle abgehakt. Danke an alle Mitglieder für das Jahr 2021, auch für die wenigen Veranstaltungen, die wir hatten, aber es waren halt gute Veranstaltungen. Getränke, Essen übernimmt wie immer die SPC. Wir freuen uns über eine kleine Spende. Wir haben hier eine Dose stehen, da könnt ihr gerne was einschmeißen. Also Buffet und alles. Ihr könnt auch Wein trinken oder einen Herrn Schnaps, ist egal. Bezahlt alles der Verein und wir freuen uns über eine Spende. Wer jetzt eine Spendenquittung will, wir haben noch eine Aktion bei Facebook heute für die Veranstaltung. Da sind auch schon 350 Euro drin. Da könnt ihr gerne online was spenden und ihr habt gleich eine Spendenquittung. Also heute noch für das Event. So, jetzt kommt die Spendeübergabe. Jetzt wollen wir erst ein Foto malen. Die Presse ist ja da, der Loder, gell? Oder? Ich meine schon. Und da würden wir uns vorne aufstellen. Ich würde jetzt sagen, hier die Vorsitzende, Ausschuss für Projektgelder. Und hier die 2 Damen, die Conny und die Sophie. Dann machen wir erst ein Foto und dann können wir kurz was sagen, was mit dem Geld passiert. Ich habe nur heute mal einen Ausschuss.
Tanja, der Willi hat schon leer. Stiftung aus Berlin, die sagt etwas in der Serie, das ist wie ein Nachrichtstück. Abhängig ist, sprich Hartz IV, oder wo man einfach zu wenig verdient, wenn man zum Beispiel halbtags als Friseuse arbeitet, drei Kinder hat, dann ist man auch nicht gut. Weder mit den Kindern, noch kann man sich so ein Feriencamp für die Kinder leisten, weil dann locker mal für eine Woche auch schon 400 oder 350 Euro weg ist. Das machen wir jetzt seit 11 Jahren und bringen jedes Jahr Kinder und Jugendliche in unser eigenes Feriendorf in Urlaub in Brandenburg. Idyllisch gelegen, direkt am See, am BC, mit Sandstrand, Badeinsel und versuchen den Kindern so ein bisschen unter die Arme zu greifen und denen auch ein bisschen Perspektive zu geben, ihnen zu sagen, hey, ihr seid was, ihr könnt was, ihr seid nicht lieb, ihr seid was wert, ihr sollt nicht außen vorstehen, ihr könnt zurückkommen, erholt, es ist nur eine Woche, es ist ein kleiner Beitrag, aber sie können zurückkommen aus den Ferien, haben auch was, also sie haben auch was zu erzählen, und können einfach mitteilen. Jährlich vor Corona haben wir bis 800 Kinder pro Jahr in Urlaub gebracht und waren auch die einzigen, die 2020 uns getraut haben, das zu machen, trotz Corona, weil wir gesagt haben, unsere Kinder, die es sowieso schon so schwer haben, leiden unter dem Lockdown ganz besonders, da wo zu Hause eh das Geld nicht da ist. Und sowas wie Homeschooling, weil nicht mal ein Laptop da ist oder so ordentlich zu machen und wo Eltern auch ohne Corona mit dem Alltag der Kinder oft überfordert sind, von Urlaub wollen wir gar nicht reden, müssen wir denen helfen, haben wir gemacht, erfolgreich, es war so ein bisschen eine Zitterpartie, weil wir mussten uns natürlich Hygienekonzept und alles überlegen, wir mussten Temperatur messen bei den Kindern, wenn sie in den Bus gestiegen sind, bei uns ausgestiegen sind. Hat sich gelohnt und dann haben wir es gemacht, statt mit 150 Kindern pro Woche mit 50. Lief super. Dieses Jahr hatten wir schon wieder 80 Kinder pro Woche draußen in den Ferien. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo geht das Geld hin? In die Ferien 2022, ja, dann sind es dann wieder 90 Kinder pro Woche aus allen Bundesländern. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn vielleicht hier auch Plätze habe ich noch. Die sind schon ein bisschen rar geworden. Aber ich habe noch Plätze auch in den Sommerferien vergessen und es wäre super schön, wenn wir vielleicht auch eine Gruppe aus Wetzlar begrüßen können. Das finde ich toll und dann würde ich einfach nochmal sagen, ich finde die Space Party Crew Against AIDS e.V. toll. Ich weiß nicht, das so ersten Mal. Und habe auch mit Herrn Maske gesprochen und er meinte, naja, auch keine Ahnung, ne? Und jetzt bin ich wirklich beeindruckt, mit wie viel Herzblut und Engagement der Verein für solche Spenden immer spendet. Der Toni hat mir die Bilanz auch gegeben, da war so eine Übersicht, die ich gesehen habe. Und da kann ich einfach nur sagen, danke und riesen, riesen Kompliment für die Arbeit.
zu sein und das ist ganz ungewohnt, in einen Raum zu kommen und es hat keiner eine Maske an und das ist schön. Ja, ich habe ja gleich den Vortrag noch und da werde ich ganz viel zum Thema Demenz erzählen und ich werde auch noch das Projekt, was Sie alle unterstützt haben, sichtbar machen. Und das ist 4 Pfoten für Sie. Das wird von der Hamburgischen Gruppe organisiert. Und das ist ein Hundebesuchsdienst für Menschen, die einsam zu Hause sind und demenziell verändert. Und alleine in Hamburg gibt es davon 30.000 Menschen. Und Menschen, die auf der anderen Seite einen Hund haben und sagen, ich will was Gutes tun. Und die bringen wir beide zusammen. Und das ist eines der Projekte, das ich schon seit über 10 Jahren begleite. Und was da passiert an Freude und Beziehung und wieder Aktivität und Leben, das ist wirklich herzerweichend. Und dadurch macht ihr ganz viel möglich, dass Menschen wieder das Lachen anfangen, nach draußen kommen mit einem Hund und sich wieder begegnen können. Also vielen Dank dafür und dann werde ich später noch dazu berichten. Ich warte nur, bis der Beamer hochfährt. Ich hoffe, das klappt. So, Rückblick 2020-21, Martin Pippi. Hallo, ich freue mich natürlich auch, euch alle wieder zu sehen heute ohne Maske. In so einer schönen Vielzahl, wäre letztes Jahr schön gewesen. Wir starten auch gleich mit der Jahreshauptversammlung vom letzten Jahr. Wie ihr euch alle noch daran erinnern könnt, Corona-bedingt, mit Anwesenheitsliste, mit festen Sitzplätzen, mit Maske, ohne Essen, ohne viel Bier. Ja, wir durften den ehemaligen Zehnkämpfer Frank Busemann letztes Jahr begrüßen. Es hat super Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Was ihr natürlich auch noch alle wisst, wir hatten unser 30-Jähriges, was wir leider nicht so feiern konnten, wie wir es, glaube ich, vor 30 Jahren mal geplant hatten. Ja, werden wir, denke ich, auch noch irgendwann nachholen. Die 35, okay, die wird dann die große Party, aber hoffentlich dann auch alles ohne Maske. Insgesamt haben wir letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung 3.000 Euro gespendet, 2.000 davon auch an die Henry-Maske-Stiftung und 2.500 Euro an Open International und die Sportstiftung Hessen. Wie ihr seht, hatten wir letztes Jahr einen Gesamtstand von 154.000 Euro an Spendenübergaben, das ist dieses Jahr ein bisschen mehr geworden. Frank Busemann mit Maske den Vortrag, das war... Jetzt war es zu schnell, ja. Das war schön. Spendenübergabe in Aachen. Sag mal, nicht so schnell kann ich nicht reden, wie du siehst. Toni und Albo haben den Weg nach Aachen gemacht, haben Henry Maske selbst getroffen, haben dort eine Spende übergeben, auch von 5.000 Euro an die Henry Maske Stiftung, weil wir wollen ja die 15.000 voll machen. Da hängt nämlich noch was hinten dran, da sage ich gleich noch was zu. Die Stiftung geht, wie die Conny eben schon gesagt hat, an die Stiftung Place for Kids, wird dort halt zum Fördern der Kinder genommen. Hier seht ihr, wie Henry gerade die 2 Boxhandschuhe signiert, die wir bei unserer letzten Veranstaltung erfolgreich versteigert haben. Da auch nochmal vielen Dank an die Ersteigerer. Ah ja, sogar hier. Ja, echt? Ja. Wo? Da, danke. Danke, danke. Dann gerne mal. Und dann kommen wir aber auch gleich schon dazu, weil mal so eine ganz kleine Terminankündigung vorneweg. Wer Henry live sehen möchte, ich weiß, es wird nachher noch gesagt, ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, am 7. Mai nächsten Jahres kommt er zu uns hier ins Bürgerhaus nach Münchhausen. Dürft euch alle eintragen. Voll gemacht. Ich weiß nicht, wer hast du komplett übersprungen? Ja. 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 Ja.
Auch alles natürlich Corona-konform mit Hygienekonzept und Liste und allem. Ich glaube, da sind wir mittlerweile alle gut drin, wie das funktioniert, was da gemacht werden muss. Uns nervt, glaube ich, mittlerweile leider noch das echt wenig. Hat ist aber trotzdem schön, dass ihr immer wieder kommt. Ich möchte ganz kurz sagen. Ja, Toni sagt gerade, es war eine interne Veranstaltung von uns, aber trotzdem ist es immer schön, dass wir kommen. Auch bei den internen. Und auch halbwegs trocken. Natürlich dürfte der hauseigene Kicker nicht fehlen. Ja, dann haben wir von der CDU Landil dieses Jahr den Ehrenamtspreis erhalten. Die CDU hat eine unabhängige achtköpfige Jury, die in den Bewerbern auslost und dann 4 Preise unter allen Bewerbern vergibt. Einmal den Jugendpreis, der ging an die Tanzgruppe Enjoy hier in Holzhausen. Der 3. Preis ging an altverdiente Vorstandsmitglieder vom SC, Wolf Gürmes, mit Tommy überblättert. Der 2. ging an Weltladen in Lillenburg und der 1. Preis, dürfte den Kameraden, ging an uns. Der ist dotiert mit 500 Euro, es war ein sehr schöner Abend. Hat Spaß gemacht und vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal. Am 28. August, noch gar nicht so lange her, durften wir Marlene Bierwirth begrüßen. Sie hat aus ihrem Buch vorgelesen, Meine Medizin bleibt hier. Natürlich kann ich alles nicht so wiedergeben wie sie selbst, aber mitten in ihren Klausuren damals zum Abitur hat sie als 18-Jährige die Diagnose metastasiertes Medulloblastom, also ein bösartiger Hirntumor, diagnostiziert bekommen, was sie natürlich erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber die kecke junge Dame hat beschlossen, ich will leben. Und fängt an und startet einen Krebsblog auf Instagram, wo sie immer mehr Follower findet, immer mehr Leute ihr zusprechen, sich auch immer mehr Selbstbetroffene bei ihr melden, was ihr natürlich viel Kraft gibt und ihr hilft, den Krebs auch zu besiegen. Mittlerweile ist sie 22, ist einfach super energiegeladen, fröhlich, ihr seht sie hier immer am Lächeln, also es war ein super schöner Abend, das mit ihr. Schirmherrin an dem Abend war die Susanne Appel. Und der Chor, in dem die Marlene mittlerweile auch singt, Songlines Licht, hat uns an dem Abend mit wunderschönen Liedern einfach verzückt. Das Wichtigste auch noch mit von dem Abend, wir haben 14.000 Euro an dem Abend gespendet. Da dürft ihr gerne klatschen. Wenn von den 14.000 Euro sind jeweils 1.000 Euro einmal an Dunkelziffer e.V., an die Henry Maske Stiftung, an Hope International und an den Elternverein für Leukämie- und krebskranke Kinder hier in Gießen gegangen. Und 10.000 Euro haben wir, da es ja auch wirklich leider viele betroffen hat, an die Flutopfer in Deutschland gespendet. Marlene war an dem Abend sehr aufgeregt, hat sie uns nachher gestanden, aus ihrem eigenen Buch vorzulesen. Aber dafür hat es wirklich wunderschön gemacht. Wer da war, weiß es. Also es war echt ein schöner Abend. Dann hatten wir direkt kurz danach, am 17. September, Vortrag mit der dreifachen Olympiasiegerin Kathi Wilhelm. Nia Kützer seht ihr auch auf dem Plakat, die war die Schirmherrin an dem Abend. Kathi hat in ihrem Vortrag ganz besonders Wert auf die 3 Themen gelegt. Entscheidungen treffen, Selbstvertrauen schaffen und Risiken eingehen. Denn, wie sie ein paar Mal betont hat, nur wer bereit ist, Risiken einzugehen, könne dadurch wachsen und auch stärker werden. An dem Abend haben wir auch 3.000 Euro gespendet, je 1.000 Euro an die Sportstiftung Hessen, an Henry Maske und ans Albert-Schweizer Kinderdorf. Da hat sie auch ihre Medaille mal umgegeben, damit sie mal merkt, dass wenn die Sieger davon sprechen, dass es schwere Medaillen sind, dass die auch wirklich gar nicht so leicht sind, wenn man die dann mal um den Hals hängen hat. Außerdem sind an dem Abend
unter Leitung vom Herrn Max, die signierten Handschuhe versteigert wurden, wie ich eben gesagt habe. Da nochmal vielen Dank an die Ersteigerer. Sind auch beide Handschuhe an dem Abend weggegangen? Nee, ich muss anders sagen, beide Paar Handschuhe sind weggegangen, nicht nur die zwei, die ihr jetzt auf dem Bild gesehen habt. Und Kathi, wie immer, sehr gut zu erkennen an ihren schönen knallroten Haaren. Markenzeichen. Die Mia ist ja auch von hier. Wir haben dann auch nochmal betont, dass es schön für sie ist, ein Heimspiel zu haben. Ja, die war ziemlich lange noch da nachher. Ach ja, genau, und die Band Snow Motion haben wir den Abend auch gespielt. Kathi hat auch eingeladen, dass wir gerne mal in ihr Restaurant kommen dürfen. Geht nur weit. Dankeschön, Bibi. So, Gesamtspenden der SPC. Also letztes Jahr waren wir bei 154.000 und jetzt sind wir bei 178.000. Also wir haben dieses Jahr in 2000 von heute haben wir 24.000 gepackt. Fragen mich viele, wie wir das geschafft haben. Ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß es auch nicht, aber das ist wahrscheinlich, weil wir das jetzt so lang machen. Und dann gucke ich manchmal auf dem Spendenkonto und mir ist das schon ein paar Mal passiert, dann habe ich fast geweint, weil ich habe mich so gefreut. Da waren so viele Spenden, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist schon toll. Also ich denke mal, das ist jetzt, weil wir das so lang machen, ist das jetzt das Jahr, oder in den letzten Jahren, dass das jetzt halt viel mehr wurde als am Anfang. Und das Dankeschön an alle, die uns alle unterstützen. Das ist jetzt so eine kleine Aufstellung. Also Hope International, da haben wir die ganzen Patenkinder. Und die Patenkinder, die haben wir immer von Anfang an unterstützt, von der Schule bis zur Ausbildung. Und manchmal sogar bis zu ihrem Doktortitel, da sind über 20.000 hin. Also da hat man